Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar sind wir unterwegs zu dem ultimativen Fotospot. Wir laufen jetzt am Bledersee, glaube ich heißt der, laufen wir jetzt die Plattform hoch, um das Foto zu schießen. Da bin ich echt mega gespannt drauf. Allerdings müssen wir jetzt erstmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in diese Richtung latschen. Und wenn wir in diese Richtung gelatscht sind, dann können wir da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf dem Video vielleicht seht, aber da hinten ist im Endeffekt die Kirche im Wasser. Und guckt euch den See an, Alter. Ist das nicht Killer? Wahnsinn. Das ist richtig krass. Da oben eine Burg. Da hinten kleiner Lina. Guckt euch das an. Was? Krass, guckt euch das an hier. Mega Spot. Mega Spot. Also, das ist so der erste Spot unserer Kroatien-Reise. Und in Kroatien soll es ja noch einige Lost Places geben. Also direkt da, wo wir sind, außenrum, sind einige Lost Places unterwegs. Aber das hier finde ich ja absolut geil. Guckt euch das an, wie blau der See ist. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist echt unfassbar. Jetzt laufen wir in diese Richtung und wenn wir dann am See angekommen sind, beziehungsweise am See sind wir ja schon, ich meine, wenn wir dann oben an dem Berg angekommen sind, dann machen wir das ultimative Foto. Mit dabei ist Influencer Justin. Ja, servus. Ja, der Influencer. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Spot. So, wir kämpfen uns jetzt hoch zum Spot. Mitten durch den Wald. Ich glaube, 800 Höhenmeter sind es. Und da geht's hoch. Was macht man denn alles für ein Influencer-Foto? Wahnsinn! So, Freunde. Ich atme wie ein Pferd, Alter. Hier geht's hoch. Unfassbar. Jetzt ist es richtig steil, Freunde. Guckt euch das an. Da unten. Wahnsinn. Ich komme vor wie Rumble in the Jungle. Wahnsinn. Und das soll nur 700 Höhenmeter sein oder so. Aber coole 700 Höhenmeter. Für alle, die es nachmachen wollen, kauft euch eine Drohne. Wahnsinn. Bald sind wir oben. Bis dann. So, Freunde, jetzt hier die schwitzige Sau. Aber oben angekommen. Guckt euch die Aussicht an. Hammer. Hammer. Krass. Hat sich gelungen, dass wir uns hochgekämpft haben.
Diese Aussicht, Hammer. So Freunde, das war der Weg hier rauf und den müssen wir jetzt natürlich auch wieder runter, ne? Nach Möglichkeit, ohne dass es uns auf die Fresse haut. Ja, stimmt. Krass. Hier oben waren wir. Jetzt müssen wir hier wieder runter. Was macht man alles für das Foto oder für das geilste Foto? Ich habe 1000 Bilder auf Instagram und so gesehen und da wir auf dem Weg nach Kroatien sind, haben wir uns gedacht, wir machen auch dieses Foto hier, mega geil. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Runterlaufen. Ja, das war der Seilweg, also quasi, da konntest du dich am Seil festhalten und drauflaufen. Also der Weg hat so ungefähr, was ich gehört habe, 700, 800 Höhenmeter, sowas, aber geil. So macht Urlaub Spaß, kleines Abenteuer angebaut. Ich laufe mit ultimativen Wanderschuhen rauf. Und die Crocs, der ultimative Wanderschuh. Geil. Hier ist das Seil. Zack. Den Crocs da rauf gelaufen, Alter. Ich bin der erste Mensch, der mit Crocs so einen Wanderweg läuft, Alter. Guckt euch das an. Mit Crocs. Mit Crocs einen Wanderweg runter. Guckt euch die Crocs an, Alter. Guckt sie euch an. Ha. Also, Grüße gehen raus an Croc. Ist der ultimative Wanderschuh. Ha. Also, hätte ich nicht gedacht, dass ich mit Crocs in den Berglauf komme. Ich komme aber gerade vor wie Welcome in the Jungle. Guckt mich an, wie ich schwitze. Unfassbar. Aber geil. Jetzt geht's wieder runter. Das ultimative Bild habe ich geschossen. 1, 2, 3, 4 Bilder. Mega. Ich schwör's euch, die Aussicht war so killer. Aber das werdet ihr dann im Video schon sehen. Mega. Hammer. Hammer. Also für mich hat sich das schon wieder gelohnt, nach Slowenien zu fahren, beziehungsweise einen Zwischenstopp zu machen. Und dann erst nach Kroatien. Ich kann es jedem empfehlen. Macht es, macht einen Zwischenstopp, lauft hier rauf, mega. Absolut geil, hier rauf zu laufen. Also kann ich jeden nur empfehlen. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Hammer. Also wie gesagt, ich bin momentan mit einem absoluten Wanderschuh unterwegs. Ich weiß nicht, warum alle anderen Wanderschuhe brauchen. Kauft euch Crocs. Kauft euch Crocs und dann geht es. Geil. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder unten, wenn wir am Seeheil angekommen sind. Da geht's runter. So, geht's wieder zurück. Und zwar an den Park, was wir hergekommen sind. Der See ist schon echt der Hammer. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, wie ich vorhin schon im Video erwähnt habe, wenn ihr mal Richtung Kroatien unterwegs seid, macht einen Stopp hier an dem See, guckt euch das an. Wahnsinn. Das Objekt der Begierde.
wo wir das geile Foto gemacht haben, und zwar was ich schon 10.000 Mal auf Instagram gesehen habe, und das kann ich jetzt euch dann auch präsentieren, also so präsentieren, wie ich das interpretiere. Da freue ich mich voll drauf. Und hier nochmal ein Blick zu der Kirche. Und gegenüberliegend ist, ist die Burg. Und von der Burg aus kann man eigentlich auch sehr, sehr geil runter fotografieren. Meine Drohne habe ich diesmal im Auto gelassen, bewusst, weil viele Leute unterwegs sind. Jeder will zu diesem Hotspot laufen. Ich zeige euch das jetzt mal. Wahnsinn. Also touristischer Hotspot. Jeder will dieses typische Influencer-Foto machen. Krass. Dann würde ich sagen, bis dann. Ja, Freunde, und ich stehe jetzt mitten im See. Unfassbar, guckt euch das an. Wie klar das hier ist. Das sieht jetzt sogar die Forellen. Wahnsinn, passt mal auf. Krass. Schaut mal, wie klar das Wasser ist. Heavy, oder? Hier ist die Kirche mitten im See. Und ich stehe mitten im See. Hammer. Diese Kulisse. So, weiter geht's zurück. Ja, und wie gesagt, die Crocs sind die ultimativen Wanderschuhe. Jetzt haben wir gerade im Wasser gestanden und haben noch ein paar Bilder gemacht. Und nochmal mit der GoPro versucht, ein Unter-Überwasser-Bild zu machen. Mal gucken, ob das geworden ist. Ja, dann würde ich sagen, bis dann. Jetzt geht's den malerischen Weg zurück.